benennst, kann ich als Vorteil begreifen. Wenn du die Quoten kennst, war Titanic ein geiler Streifen. Damals Tschernobyl, das vereinte Genossen. 2001 hat New York Bauplatz erschlossen. Außerdem werden Flughäfen nun gut überwacht. Und Fukushima hat uns so, so nee gebracht. Ich verkauf Krücken an Opfer von Minen. Die Klugen konnten selbst an Corona verdienen. Weint man schreien, Krise kann auch geil sein. Weint man schreien, Krise kann auch geil sein. Sicher ist es blöd, wenn ich 8 Jahre in einem Keller friste. Doch Natascha Kampusch war Platz 1 der Bestsellerliste. Massenmörder bringen uns super spannende Serien. Die Parkland-Schule hatte 2 18 ultra lange Ferien. Bei mir schaffen hat Kontergan gar nicht so schlecht. Und die Hindenburg geschah den Nazis zurecht. BP fährt ein langweiliges Fass aufs Haus schön schwarz. Und der Tsunami 2004 zwang Juli aus den Charts. Weint man schreien, Krise kann auch geil sein. Weint man schreien, Krise kann auch geil sein. Hey, während die Amis Abtreibung kriminalisieren, siehst du mich in Kleiderhaken investieren? Ich verkauf den Syrern Rettungswesten und Polizisten Knüppel bei Protesten. Flaschen an Nazis vom Asylantenheim und Fütterarbeit Gottes über True Crime. Wenn die Burg am Schmelzen und dieser Schirm am Schwitzen, werd ich bereit sein und schon das Grönland besitzen. Weint man schreien,